Der erste FC Kaiserslautern im schwarz-weißen Auswärtstrikot beginnt sehr offensiv. Marvin Poirier plötzlich frei, aber er vertändelt diesen Ball. Und besonders ärgerlich, er übersieht auch den völlig freistehenden Kenny Prinz Redondo, der sich natürlich völlig zu Recht beklagt. 10 Minuten gespielt, Trainer Jeff Saibene hat seine Mannschaft auf 3 Positionen verändert. Sickinger, Zug und Torwart Spahic ersetzen Raab, Ritter und Hanslik. Kaiserslautern ist die aktivere Mannschaft in der Anfangsphase. Wieder Poirier, der Einzige, der wirklich Torgefahr ausstrahlt beim FCK. Erstaunlich, dass er immer wieder zu Chancen kommt, da sich die Abwehrreihen doch eigentlich ganz allein auf ihn konzentrieren können. Unterhaching braucht fast 20 Minuten, bis sie mal nach vorne kommen. Flanke Markus Schwabel und Patrick Hasenhüttl mit diesem Kopfball. Kein Problem für Afto Spahic, der nach seiner Sperre wieder im FCK-Tor steht. Danach minutenlanger Leerlauf beider Mannschaften, bis Unterhaching plötzlich in den Schnellmodus schaltet. Direktes Spiel. Hasenhüttl auf Schwabel. Und dann wieder Hasenhüttl. Afto Spahic im Lauterer Tor, sehr reaktionsschnell auf der Linie. Eine seiner Stärken, die Rotsperre, die hat er gut verkraftet. Und wenn seine Mannschaft im Angriff ist, dann nur über Marvin Poirier. Aber der spielt da eindeutig den Ball mit der Hand, aber der Pfiff bleibt aus. Schiedsrichter Florian Lechner war das offensichtlich entgangen. Und dieser Treffer hätte wohl sogar gezählt. Aber klarer kann ein Handspiel kaum sein. Kaiserslautern insgesamt mit etwas mehr Aktivität in Richtung gegnerisches Tor. Und dann hat Hendrik Zuck heute auf der rechten Außenbahn eingesetzt, diese Chance. Und er kann es selbst kaum fassen. Aber neu ist dieses Problem ja nicht. Der FCK braucht einfach zu viele Torchancen. Kurz vor der Halbzeit. Die Spielvereinigung plötzlich oben auf, drängt den FCK hinten rein. Marseiler, gefährlicher Ball, aber Heinrich verzieht. Kaiserslautern verliert gerade so ein bisschen den Zugriff auf die Unterhachinger Angreifer. Und die spüren offensichtlich, dass hier was geht. Hufnagel, Schwabel und wieder Hasenhüttl. Jetzt wackelt das 0:0 bedenklich. Aber der erste FC Kaiserslautern rettet sich in die Halbzeit. 0:0 nach 45 Minuten. Droht dem FCK das 10. Unentschieden im 15. Spiel? Haching nach der Pause gleich wieder in der Vorwärtsbewegung, drängt den FCK hinten rein. Langsam müssen sie doch wissen, dass Angriffe immer über Schwabel und Hasenhüttl laufen. Und dieses Mal trifft Hasenhüttl 1:0, sein 4. Saisontreffer. Und das ist jetzt verdient, denn der erste FC Kaiserslautern zeigt einfach zu wenig. Schwabel auf Hasenhüttl, eigentlich immer das gleiche Spielchen. Jetzt muss der FCK doch mal kommen. Redondo auf Poirier und dann Hikmet Çiftçi. Der Mittelfeldmann kann diesen Ball nicht kontrollieren. Chance vertan, aber wenigstens mal ein Lebenszeichen des FCK. Sie sind jetzt im Spiel. Poirier, klasse, wie er den Ball behauptet und ablegt auf Hendrik Zuck. Das gibt's doch nicht. Aus dieser Position so hoch übers Tor zu schießen, das ist kaum noch erklärbar. Aber Unterhachings Abwehrreihe kommt nicht damit klar, dass der FCK jetzt umgestellt hat, mit 2 echten Stürmern spielt. Lautern jetzt nah dran im 1:1. Und was macht Nico Mantl? Der legt Poirier den Ball auf. Aber auch diese Chance können sie nicht nutzen. Wenn man solche Geschenke auslässt, dann rächt sich das im Fußball sehr häufig. Poirier hat doch eigentlich die Cleverness, solche Bälle zu verwerten. Die nächste FCK-Chance für Marius Kleinsorge. Auch heute wieder vom Rechtsaußen zum rechten Verteidiger umfunktioniert. Und Unterhaching, die stehen jetzt nur noch hinten drin, reagieren nur noch. Aber dann Freistoß unter Haching. Moritz Heinrich und der Ball wird länger und länger. Und das ist Christoph Kreger. 2:0 statt 1:1. Und wieder ist die FCK-Abwehr sehr schlecht postiert. Kregers 4. Saisontreffer. Aber diese Tore der Hachinger, die fallen einfach zu leicht. Da fehlt die Zuordnung in der FCK-Abwehr.
Saibene bringt Elias Huth als zusätzlichen Stürmer. Sie drängen auf den Anschlusstreffer. Flanke Redondo und da ist Elias Huth. Besser kann man es kaum machen. Aber Nico Mantel mit einem fantastischen Reflex. Aber das war's dann. Dann ist Schluss. Der FCK unterliegt den Unterhaching 0:2, rutscht tiefer in der Tabelle. 15 Punkte aus 15 Spielen, das ist die Bilanz eines Abstiegskandidaten. Und Trainer Jeff Saibene wirkt fast schon hilflos. Sein Marsch über das Feld doch sehr nachdenklich.